Ja, das hätte auch richtig schief gehen können. Auf der A1 bei Lübeck kracht ein Bagger gegen eine Fußgängerbrücke. Betonteile fallen auf die Autobahn. Verletzt wird Gott sei Dank niemand. Die Baumaschine wurde auf einem Tieflader transportiert. Ja, und offenbar war der Baggerarm nicht komplett eingefahren. Jetzt muss wahrscheinlich ein Großteil der Fußgängerbrücke abgerissen werden. Sie hat sich durch den Aufprall verschoben. Die Arbeiter durften nicht einmal den Tagesanbruch abwarten. Noch in der Nacht kam der Trennschleifer zum Einsatz. Die Autobahnbrücke zwischen Lübeck und Bad Schwartau musste abgebaut werden. So die Entscheidung der Sachverständigen, nachdem sie die Unfallschäden an der Brücke begutachtet hatten. Wenige Stunden zuvor war das Unglück passiert. Ein Tieflader mit einem Bagger beladen ist an die Brücke gefahren, hat die Brücke gerammt und einen Schaden verursacht, der nach Begutachtung noch durch den Prüfingenieur irreparabel ist. Es sind da erhebliche Schäden entstanden, Spannglieder durchtrennt worden, die letztendlich die Standsicherheit derart beeinträchtigt haben, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als die Brücke abzubrechen. Und so sah die Schadenstelle am Nachmittag zuvor aus, als der Unfall geschah. Auf den ersten Blick kaum zu glauben, dass aufgrund dieser kleinen Macke die ganze Brücke einsturzgefährdet war. Der Arm des Baggers, der sich auf dem Tieflader befand, sei nicht komplett eingefahren gewesen, sagt die Polizei. Der Bagger hatte also nach unseren jetzigen Messungen eine Gesamthöhe von 5 Meter bis 5,10 Meter. Und hat jetzt versucht, diese hinter uns liegende Brücke zu passieren oder zu unterqueren, was bei ca. 4,80 Meter Brückenhöhe leider nicht misslang. Falsch gerechnet oder einfach nicht gewusst? Der Lkw-Fahrer brauchte für den Spott auf alle Fälle nicht zu sorgen. Zum Glück blieb er unverletzt. Zwei Riesenkräne rückten wenige Stunden später der beschädigten Brücke zu Leibe. 75 Tonnen Beton wurden an den Haken genommen und am Fahrbahnrand abgelegt. Genau eine Hälfte der Fußgängerbrücke. Die Autobahn war während der Abbrucharbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Wir rechnen jetzt insgesamt mit dem heutigen Einsatz hier mit irgendwo zwischen 150 und 200.000 Euro. Das ist also dann allein, das ist jetzt der Schaden der Brücke, der entstanden ist. Das heißt einmal das neue Brückenbauwerk und der Einsatz, der heute Abend hier letztendlich erforderlich geworden ist. Das heißt die Krankosten, das wird sich irgendwo zwischen 150 und 200.000 Euro belaufen für dieses eine Bauwerk. Die Planung und der Bau einer neuen Brücke werden mehrere Monate dauern. Und das alles nur wegen eines Baggerarms, der 30 Zentimeter zu lang war.